Mein Name ist Mimi und ich bin das neueste Sparkassenmitglied. Bei Fragen wenden Sie sich gerne auch an mich. Wir hatten gerade eine der außergewöhnlichsten Pressekonferenzen, die ich je erlebt habe. Die Sparkasse Marokko-Biedenkopf hat uns Numi vorgestellt. Und der Herr Bartsch wird uns jetzt mal erklären, was es damit auf sich hat. Herr Bartsch, was ist Numi? Numi ist das neueste Mitglied unserer Sparkassenfamilie. Sie sehen, er ist ein humanoider Roboter. Und unser Ziel ist es, den Numi bei uns in der Kundenansprache, hier auch in der Kundenhalle und in unseren Geschäftsstellen einzusetzen. Und dann wollen wir mal schauen, wo die Chancen, aber vor allen Dingen auch, wo die Grenzen eines kleinen humanoiden Roboters sind. Was sind denn konkret so Einsatzmöglichkeiten, die Sie sich vorstellen können? Wenn Sie hier vorne schauen, da sind unsere Apps zum Beispiel, die wir den Kunden anbieten fürs Online-Banking und andere Dinge. Und die Idee ist, weil wir auch entsprechende Kassenschlangen manchmal zum Ultimo haben, dass Numi die Kunden auf diese Apps anspricht und ihnen auch erklärt, wie die Apps dann entsprechend installieren können auf ihren Handys. Für weitere Informationen nennen Sie bitte die Variante oder klicken Sie auf diese. Durch Zurück gelangen Sie zum Startbildschirm. Okay. Gern geschehen. Wie viele Mitarbeiter müssen jetzt hier um ihre Shops fürchten, wenn Numi jetzt hier voll integriert ist? Keiner. Das wird keiner müssen. Das ist wie mit allen technischen Entwicklungen. Ich glaube, vor 20 Jahren haben wir kaum Computer eingesetzt. In den letzten 20 Jahren haben wir mehr Mitarbeiter als weniger gehabt. Numi ist im Augenblick eher in der Lage, die ganz einfachen Tätigkeiten zu übernehmen. Er soll unsere Kundenberater unterstützen, soll auch neugierig machen natürlich. Und hier braucht keiner, um seinen Job zu fürchten. 30 bis 17:30 Uhr. Dankeschön. Ich stehe hier gerade mit Numi und Frau Tontara aus Marburg. Sie ist Kundin bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf und sie hat gerade eben ihre erste Begegnung mit Numi gehabt. Wie war das denn für Sie? Oh, super. Können Sie sich vorstellen, dass das jetzt häufiger passiert? Ja, da muss man erst mal warten, bis sich das entwickelt. So schnell geht es nicht. Aber er sagt doch. Aber Sie freuen sich schon noch, wenn Sie auch noch Menschen hier sehen und nicht nur Roboter. Ja, klar, logisch. Aber man muss sich mal daran gewöhnen. Das gibt es mal wahrscheinlich später immer. Denken wir mal 10 Jahre weiter. Wie könnte es denn dann hier in der Sparkasse aussehen mit Numi? Ich denke, dann wird Numi hier einfach stehen. Vielleicht nicht Numi, vielleicht dann ein Nachfolgemodell. Wird hier einfach stehen oder als selbstverständlich betrachtet. Da bin ich überzeugt von. Können Sie noch ein bisschen was zu den technischen Spezifikationen sagen? Was steckt denn alles darin in Numi? Also Numi hat zwei Kameras, das kleine Loch am Kopf und der Mund, das sind Kameras. Damit kann er 3D-Bilder erkennen. Dann hat er natürlich in den Lautsprechern die Ohren, das sind seine Lautsprecher. Er kann hören, er hat dann Abstandssonare, kann Abstände messen und auch Infrarot-Abstandsmessung. Und kann damit Gesichter erkennen, kann damit Sounds erkennen, Spracherkennung. Und dann hat er natürlich in allen Gliedmaßen Motoren. In jedem Finger stecken zwei Motoren und damit kann er seine ganze Handsensorik und Bewegung darstellen. Für weitere Informationen nennen Sie bitte die Variante oder klicken Sie auf diese. Durch zurück gelangen Sie zum Startbildschirm.